So gibt dir jeder Lehrer 15 Punkte. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Wenn ich eine Sache, über die ich so oft nachdenke, von den Dingen, die ihr mir schreibt, ist es mit Abstand, glaube ich, dieser Punkt. Und zwar, Leo, was soll ich tun, wenn mein Lehrer mir keine 15 Punkte gibt? Und ganz ehrlich, ich glaube daran nicht. Ich habe selbst sogar im Deutschabitur, okay, im Deutschabitur, in der Abiturprüfung 15 Punkte geschafft. Und alle sagen, man sich in Deutsch nicht verbessern und so weiter. Dazu kommt auch morgen direkt noch ein Video. Aber ohne Spaß, ich schwör's euch, du kannst bei jedem Lehrer schaffen. Ich habe es auch bei Lehrern geschafft, die selbst gesagt haben, ich vergebe keine 15 Punkte. Auch bei denen habe ich 15 Punkte in der Mitarbeit geschafft. Und wie ihr das macht, erkläre ich euch jetzt. Erstens, mach keinen Glaubenssatz draus. Das ist das Fundamentalste, Wichtigste, was wir gleich von Anfang an einfach festlegen müssen. Du darfst ums Verrecken, egal wie überzeugt der Lehrer das sagt, egal wie stark du glaubst, dass du das in dem Fach nicht packen kannst, in der Abfrageart, egal, absolut egal, auch wenn es ein Referat ist und der Lehrer sagt, da muss man aber das und das machen, es ist egal. Wenn du daran glaubst, dass du keine 15 Punkte in der jeweiligen Situation bekommen kannst, wirst du sie auch nicht bekommen. Das ist kein Law of Attraction und Positive Thinking, sondern es ist einfach nur Fakt, dass in dem Moment, wo du dich selbst aufgibst, niemand anders mehr diese Kraft aufwenden kann, weil nur du dich pushen wirst. Und deswegen, bitte, egal was du da in deinem Kopf hast, von wegen der Lehrer aber nicht oder die Prüfung nicht, egal, okay, jetzt einfach streichen. Zweitens, verstehe die Ansprüche deines Lehrers, weil die sind nämlich, und da werden sich wieder viele aufregen, aber es ist einfach Fakt, die sind von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich. Und soll ich dir was sagen? Das ist vollkommen okay. Weil alle sagen immer, oh, aber das ist ja voll unfair. Der Kursleiter bewertet viel einfacher, da kriegt man viel schneller mal 13, 14, 15 Punkte in Mitarbeit. Who cares? Who cares? Du hast auch Lehrer in einem Fach, die einfacher sind als die, die die anderen haben. Deswegen ist doch egal, wie es ist. Das Entscheidende ist, dass du die Situation so, wie sie es annimmst. Deswegen ist es auch Wurst, dass der eine Lehrer herausfordernder ist als der andere. Weil du hast diesen Lehrer und mit dem müssen wir uns jetzt beschäftigen. Deswegen, versuch da nicht zu sagen, oh, warum ist das so? Oder dem Lehrer sozusagen das irgendwie auch sogar zu sagen oder vorzuwerfen. Sondern versuch einfach mal ganz urteilsfrei. Auch unabhängig davon, dass vielleicht deinen Schnitt runterzieht oder sonst irgendwas. Einfach offen, ehrlich mit dem Lehrer zu sprechen, was man bei ihm tun muss, um 15 Punkte zu bekommen. Und dabei nicht auf so ein, ah, oh, sie müssen jetzt irgendwas sagen und dann kann ich sie am Ende des Halbjahres damit bestechen, sondern einfach so, hey, mich würde einfach total interessieren, so, was sind so ihre Erwartungen an uns in der Mitarbeit, in einem Referat, bei einer Abfrage und so weiter, wo du einfach dann herausfinden kannst, ah, okay, darauf achtet er. Ich hatte beispielsweise eine Wirtschaftslehrerin, die meinte, wenn du, egal bei was, egal ob Abfrage, Referat oder auch in der Ex teilweise, wenn du da alles inhaltlich perfekt hattest, alles komplett richtig, dann warst du erst bei 13 Punkten. Weil sie eben die 14 und 15 dann hergegeben hat, wenn das eben auch sehr übersichtlich dargestellt worden ist. Das bedeutet, in der Abfrage, du dich rhetorisch sehr, sehr gut ausgedrückt hast. Und all diese Dinge sind ja total nachvollziehbar. Da kannst du dich jetzt wieder beschweren, bringt dir aber nichts, sondern du musst mal realisieren, ey, auch wenn der Anspruch vielleicht extrem hoch ist, es gibt einen konkreten Anspruch und wenn ich den verstehe, können wir damit arbeiten. Jetzt aber als dritten Punkt noch ganz wichtig. Und zwar, lass den Lehrer ein Beispiel nennen. Denn das ist das, ich meine, man hat das ja, glaube ich, schon öfter gehört, so, ja, am Anfang des Halbjahres gehst du zu deinem Lehrer hin und dann sagst du, was muss ich tun, damit ich 15 Punkte bekomme? Okay, und dann machst du das und am Ende des Halbjahres gehst du hin und sagst, ich habe doch jetzt das gemacht, jetzt müssen die mir 15 Punkte geben. Das funktioniert auch zu einem gewissen Teil ganz gut, aber es hat einfach diesen, was bist du für einer Flair? Wisst ihr, was ich meine? So, es ist wie so eine Abmachung. Okay, sie haben mir das jetzt gesagt, ich mache das jetzt, boom, und dann muss ich meine Note bekommen. Aber das fühlt sich doch irgendwie weird an und der Lehrer lässt sich teilweise auch einfach nicht drauf ein. Und vor allem, wenn du ihm kein konkretes Beispiel genannt hast, sondern er nur meinte, ja, mir ist es sehr wichtig, dass du dich auch rhetorisch sehr, sehr gut ausdrückst, dann kannst du inhaltlich alles richtig haben und dich deiner Meinung nach rhetorisch sehr gut ausgedrückt haben, dann am Ende des Halbjahres zum Lehrer hingehen, fragen, was du für Note bekommen hast, dann hast du vielleicht nur 13, 14, obwohl du die 15 wolltest, dann sagt er,
Ja, in meinen Augen war das nicht rhetorisch ausreichend genug. Und dann stehst du halt da, weil du keine Argumentationsgrundlage mehr hast. Deswegen unbedingt lass ihn ein konkretes Beispiel nennen. Wenn er beispielsweise sagt, ja, was du jetzt genau mit deinen Händen machst, ist mir gar nicht so wichtig, ich will einfach nur, dass es logisch, strukturiert und ohne große Versprecher ist. Bam! Dann weißt du, was Sache ist. Dann weißt du, was Sache ist. Und versuch das auch so konkret wie möglich aus dem Lehrer herauszubekommen, dass du einfach, dass für beide Seiten auch klar ist, so, okay, was ist so unsere Grundlage, was wir dann danach eben auch vergleichen können und nicht, dass ihr beide unterschiedliche Dinge im Kopf habt. Viertens, sei kreativ, um auf dieses Level zu kommen. Ich habe beispielsweise schon in dem Video zur Meldestrategie oder allgemein beim besser melden im Unterricht, was ihr rechts oben im i findet, könnt ihr euch direkt nach diesem Video auch sehr, sehr gerne noch anschauen. Die Videos sind im i ja immer abgespeichert, das heißt einfach am Ende vom Video rechts oben auf das i draufklicken, Video abchecken, klicken, anschauen und Daumen nach oben geben. Ich hasse solche Dinge zu sagen. Auf jeden Fall habe ich da ja schon erklärt, warum es beispielsweise beim Melden, wenn du wirklich 15 Punkte haben willst, nicht zwangsläufig das Beste ist, sich immer wie so ein Idiot zu melden. Aber wie gesagt, check das in dem Video ab. Gleichzeitig, wenn du wirklich auch diese 15 Punkte erreichen willst, dann wirst du garantiert die Extrameile gehen müssen. Das bedeutet, Vorarbeiten im Unterricht. Damit meine ich nicht nur, ich rechne jetzt eine Aufgabe im Matheunterricht vorher, dass ich dann am allerschnellsten die richtige Antwort sagen kann, weil für 15 Punkte juckt es niemanden, wie schnell du es sagen kannst. So, da erwartet jeder, dass du es sofort sagen kannst. Aber was so zwischen 13, 14 und 15 Punkten es ausmacht, ist einfach, wie weit kannst du auch über den Stoff hinausgehen. So ist ja auch jede Klausur aufgebaut, dass die trickigsten Fragen, da ist den Stoff verstanden zu haben oder ihn richtig wiedergeben zu können, ist absolut, absolute Basis. Deswegen unbedingt vielleicht auch wirklich mal im Buch, das ist super effizient, vor der Stunde im Buch vorausblättern, was sind noch für Experimente. Aber dann nicht auch nicht nur stumpf die Experimente weitergeben, sondern vielleicht wirklich mal was zu googeln. Versuch auch allgemein deine ganzen, wie du dich ausdrückst und auch wie du aus bereits bestehendem Wissen und deinen eigenen Erfahrungen noch neue Sachen machen kannst. Das hat mir ultra viel gebracht im Religionsunterricht, in Wirtschaft, in Sozialkunde, in so vielen Fächern habe ich einfach das, was Stoff war, was ich voll verstanden habe, kombiniert mit dem, wo ich eigene Erfahrungen hatte oder auch Themengebiete, die mich selbst interessiert haben, die gewissermaßen fusioniert und habe die quasi als eine neue Sache eingebracht. Und weil genau solche Dinge stellen eben diese Beiträge dar, wo der Lehrer sagt, hey, der hat den Stoff voll verstanden und ist dann noch darüber hinausgegangen. Und wenn du das dann noch einfach anschaulich erklärst, rhetorisch auch überzeugend rüberbringst und selbst auch davon überzeugt bist und dran glaubst, dann steht dir eigentlich im Prinzip nichts mehr im Weg. Und abschließend fünftens, argumentiere niemals gegen den Lehrer. Das sollte eigentlich klar sein, trotzdem sehe ich immer wieder Leute, die es eben falsch machen und vor allem auch, ganz, ganz wichtig, auch wenn du denkst, ah ja, ist ja vollkommen logisch, dass man nicht gegen den Lehrer argumentieren sollte. Das Problem ist, wenn du wirklich, wenn du richtig krass diese 15 Punkte haben willst, ist es eine emotionale Angelegenheit für dich. Und dann, wenn es genau in der Situation halt hart auf hart kommt, der Lehrer sagt dir, du hast 13 Punkte bekommen, du hast 14 Punkte bekommen, dann kann es einfach sein, dass du dir denkst, was soll die Scheiße? Du sagst es vielleicht nicht, aber denkst ja nicht, was soll die Scheiße? Ich habe genau das gemacht, was er gesagt hat, was soll die Kacke? Und dann bist du emotional. Und dann ist es nämlich nicht mehr wie jetzt, ja, du chillst jetzt daheim und guckst das Video an und sagst so, ah ja, mach ich doch eh nicht. Deswegen sei dir auch in der Situation bewusst, auch wenn es emotional wird, auch wenn du enttäuscht bist vielleicht, niemals gegen den Lehrer argumentieren. Der Lehrer ist immer dein Freund. Dein Lehrer ist immer dein Freund. Und das sollte auch dein Ziel sein, das zu schaffen. Denn wenn du wirklich Dinge machst, mit denen du auf 15 Punkte abzielst, dann wird das der Lehrer wertschätzen. Außer du bist sonst ein Arschloch. Aber versteht ihr, was ich meine? Deswegen hol den Lehrer wirklich auf deine Seite und dann kannst du da richtig, richtig, richtig viel machen. Und deswegen hört auf, euch den Schwachsinn einzureden, holt den Lehrer auf eure Seite und unbedingt, 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 unbedingt verbessert euch immer weiter. Und dann wird es auch klappen. In dem Sinne, no excuses, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video, dein Leo.